Wir haben unser Kundencenter noch einmal für euch erweitert und was die neue Community alles kann, das zeigen wir euch jetzt. Ja, los geht's natürlich erstmal mit dem Einloggen. Wie komme ich überhaupt hinein in unsere neue Community, in unser neues Kundencenter? Das ist ganz einfach, oder Marcel? Das ist sehr einfach. Wie mache ich das? Du bekommst eine E-Mail von uns. Da klickst du auf einen Link, der führt dich direkt auf eine Internetadresse. Also dein Webbrowser, dein Internet Explorer geht sofort auf und da bist du schon in der Community drin. Jetzt musst du nur noch dein Passwort und deinen Benutzernamen eingeben. Die Internetadresse bzw. den Link findet ihr zum einen in der E-Mail, die wir euch zuschicken, zum anderen immer auch auf unserer Internetseite, einfach dort auf Community oder Kundencenter klicken und dann kommt ihr direkt dorthin. Ganz genau. Ja, dann bin ich auch schon drin. Das Ganze funktioniert übrigens auch über eine App. Wer da vielleicht Interesse hat, kann ebenfalls auf unserer Internetseite oder auch über die E-Mail einen entsprechenden Link finden und sich die App runterladen. Dann gibt es ein völlig neues Design für euch. Ein bisschen haben wir das Ganze nochmal aufgepeppt, passend in unseren Farben, wie man hier sieht. Und dann gibt es vor allen Dingen ganz, ganz viele Funktionalitäten. Eine wollen wir heute mal ganz besonders herausstellen. Das ist nämlich der Check-in. Den konntet ihr ja bisher mit eurer Kundenkarte hier bei uns vor Ort machen. Das geht auch weiterhin, kein Problem. Aber in den jetzt besonderen Zeiten, wo wir auch hier gerade im Kreis Unna sehr besonders darauf achten müssen, dass alle Gruppen relativ klein sind, da müssen wir schauen, dass wir über einen Vorab-Check-in euch so im Prinzip über die Woche verteilen, dass das für jeden hier möglich ist, an einer Teilnahme irgendwie oder teilzunehmen am Kurs. Wie funktioniert das? Wo muss ich draufdrücken, Marcel? Also im Grunde genommen klickst du auf den Menüpunkt Check-in. Den gibt es im Kundenportal. Der ist sofort auf der Startseite sichtbar oder auch in der Menüleiste, wenn man die öffnet, auf der linken Seite. Und ja, der entsprechende Punkt ist jetzt natürlich der Vorab-Check-in. So kannst du also bis zu 48 Stunden von zu Hause aus im Voraus deinen Kurs auswählen, den du besuchen möchtest. Also das ist so ein kleines bisschen wie vorher einchecken bei einem Flieger. Ja, wenn ich in den Urlaub fliege zum Beispiel, geht ja auch im Moment nicht. Also da könnt ihr einfach den Kurs auswählen, euch vorab einchecken und damit ist euer Platz bereits gesichert. Das war's. Das bitte vor allen Dingen für die Herbstferien jetzt erstmal einmal pro Woche, pro Paar bzw. pro Teilnehmer, je nachdem, in welchem Bereich ihr gerade aktiv seid. Das machen wir deswegen, weil wir eben die Gruppen sehr, sehr klein halten, damit wir hier vor allen Dingen zu jedem Paar mindestens 2 Meter bis 2,50 Meter Abstand halten können. Und auch im Solotanzbereich, was die Erwachsenen angeht, Tanzfitness, haben wir es so gestaltet, dass wir da 2 Meter, 2,50 Meter Abstand halten. Besser zu viel als für zu wenig. Für alle Kinder und Jugendlichen machen wir eine kleine Pause in den Herbstferien, weil wir da natürlich auch der Verfügung nachkommen wollen. Sollte die Verfügung darüber hinaus übrigens noch anhalten, werden wir auch im Kinderbereich die Gruppen einfach reduzieren und den Unterricht ganz normal nach den Ferien weiter durchführen. Aber eben mit verkleinerten Gruppen. Und damit das alles organisatorisch funktioniert, haben wir jetzt diese App für euch entwickelt oder diese Möglichkeit des Vorab-Check-ins. Und neben der Tatsache, dass ihr euch vorher einchecken könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, den Kurs wieder abzuwählen. Richtig. Also zu 48 Stunden vorher kann ja sonst was passieren. Ne? Man checkt sich ein und auf einmal fällt euch auf, 3 Stunden vor Kursbeginn, ich habe einen Termin und ich kann nicht. Jetzt geht ihr genau über denselben Weg wieder in die Community hinein, geht wieder auf den Check-in und wählt denselben Kurs, den ihr zuvor angewählt habt, einfach noch einmal an. Und schon seid ihr aus demselben Kurs wieder abgemeldet. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir jetzt gerade in den Herbstferien die Gruppen sehr, sehr exklusiv, sehr, sehr klein halten. Das heißt, da wird mit Sicherheit ein anderes Paar vielleicht ganz dankbar sein, wenn da kurzfristig noch ein Platz frei wird und diesen Platz dann nutzen kann. Also seid bitte so fair und klickt dann auch entsprechend den Vorab-Check-in wieder raus und reserviert euch auch bitte nur einen Termin pro Woche. Ein zweiter ist durchaus möglich, zum Beispiel die Aktivtanzfläche kann man ja noch dazu kombinieren, wenn Plätze frei sind. Oder vielleicht auch mal Kurse eures gleichen Levels, die nicht so gut gefüllt sind. Das kann ja passieren, dass ihr da schon seht, da sind ganz viele Plätze frei, am selben Tag noch oder wie auch immer, ihr guckt nachmittags rein. Dann könnt ihr das natürlich gerne noch einfach nutzen und entsprechend mitmachen. Überhaupt kein Problem. Klar. Das erstmal die wichtigsten Funktionalitäten. Es gibt noch ein bisschen mehr, vielleicht noch so eine ganz kurze Übersicht. Das werden wir dann aber an anderer Stelle nochmal ausführlicher für euch vorstellen. Natürlich.
Also wir haben natürlich den Check-in, den haben wir gerade besprochen. Es gibt einen Stundenplan, einen sehr übersichtlichen Stundenplan. Das heißt, ihr seht, wann findet was statt, zu welcher Zeit. Man hat ein Ampelsystem, das heißt, ihr seht auch, wie die Auslastung der Kurse war, wie viele Paare, Besucher sind da gewesen, wie viele werden voraussichtlich in der nächsten Woche dann daraus resultierend da sein. Es wird sogar eine Tanzpartnerbörse geben. Wenn man also einen Tanzpartner sucht, kann man einen auch das Eintrag machen. Gibt es schon einen Eintrag von Marcel. Wer einen Tanzpartner oder eine Tanzpartnerin sucht. Ja. Aber da kommen noch einige dazu, da bin ich mir sicher. Mit Sicherheit. Es gibt eine Gruppenfunktion, in denen können sich die einzelnen Kursstufen austauschen. Da kann man sogar miteinander chatten. Also das ist, ich sag mal, wie so ein Social Media in unserer Community. Ist total schön. Cool. Und es gibt natürlich ein ausführliches Infoportal, wo man alle aktuellen Informationen auch ablesen kann. Da werden wir euch immer auch auf dem Laufenden halten. Zusätzlich natürlich zu unserer Internetseite, zusätzlich zu allen Ansagen bei uns in den Kursen. Das kennt ihr ja schon. Da sind wir immer für euch aktiv. Viele, viele Funktionen, die nach und nach für euch dann immer wieder zugeschaltet werden und die wir da auch nochmal in separaten Videos für euch gerne erklären. Jetzt erstmal viel Spaß, meldet euch an in der Community, nutzt den Stundenplan, nutzt vor allen Dingen den Vorab-Check-In und schaut euch das neue Design an. Viel Spaß, viel Freude damit, wenn ihr Fragen habt, dann einfach eine kurze Mail an uns, info@tanzschule-thiele.de oder ihr fragt uns halt persönlich in den nächsten Tagen, wenn ihr da seid. Alles Gute und viel Spaß in unserer neuen Community.